Hallihallo, Leute, willkommen zurück bei World of Warships, wo ich wieder mit meiner Tenry unterwegs bin. In der Hoffnung, doch heute da. Jetzt krachen hier im Hintergrund Dinge rum. Heute genug Erfahrung zu machen, dass wir vielleicht schon zum nächsten Schiff fast kommen. Wäre cool. Und ja, wir schauen mal, was das so ergibt. Sind hier auf der. Irgendwie der Map, die man fast immer erwischt. Und ab und zu hat man mal diese 2-Cap-Map, die mir halt nicht so gut gefällt, weil dann campt das Team immer hinten. Wir haben alle Ziele in eine Richtung. Bringt uns noch nichts, wenn wir da keinen Gegner haben. Und der ist noch zu weit weg, das ist auch okay ist. Ich mische mich normalerweise hier wie immer gerne in die Mitte. Schauen, ob wir irgendwo ein bisschen Reichweite ranbekommen. Nein, wir nehmen erstmal kein AP. Das Nette ist, unser einer Zerstörer scheint sich da umbringen zu wollen. Damit haben wir wenigstens ein bisschen Sicht. Dieser da. Die. Wakatake, wir haben auch das Glück, in einem Tier-3-Battle gelandet zu Tier 2 und Tier 3-Battle gelandet zu sein. Sprich, genug Möglichkeiten, dass man hier die Ziele tatsächlich gut durchschlagen kann. Man sieht, gut gemischt und recht wenig Tier 3 im Verhältnis. Das ist jetzt nur noch ein Weg finden, dass wir auf die Dinge, die da sind, auch schießen können. Der da unten bringt sie nämlich auch schon ziemlich fast um. Ist nur die Frage, ob der obere da einfach nochmal auftaucht. Wenn ja, werde ich auch auf den schießen können. Bisschen mehr vorzielen. Ja, das war noch nicht genug. Ein bisschen abdrehen, damit wir nicht zu sehr dahin fliegen. Leider gar nicht getroffen. Ja, und dafür habe ich da nämlich jetzt was entdecken können. Der Zerstörer hat da natürlich dieses Ding erwischt. Kriege ich den wohl irgendwo ran? Ne, ich sehe ihn ja kaum. Schade eigentlich. Und da hinten treffe ich auch nicht. Wir haben A. Auf die Distanz finde ich das teilweise echt schwer einzuschätzen. Und sie haben immer wieder was erwischt. Das Gute ist, so kommen wir halt wenigstens wieder weg. Aber sie machen das Gleiche, was ich eigentlich früher hätte schon machen sollen, nämlich auf ein bisschen mehr Abstand fahren. Der ist zu weit. Komme ich an dich da hinten wohl dran? Welcher von euch ist denn der Interessante? Du. Und bei uns fahren sie alle oben rum. Deswegen will ich eigentlich auch in der Richtung bleiben. Warte mal, du schießt hier mit Torpedos auf mich, du kleiner Zerstörer. I know. Ich will mich irgendwie ein bisschen so einreihen, dass wir da denen vorbeikommen. Auch wenn ich gerne schon weiter zur Seite will, aber ich sollte mich halt nicht treffen lassen. Ach so, die sind gerade verreckt im Wasser. Na dann. Wahrscheinlich alles auf dem Felsen bauen, oder? Zeit zu drehen und langsam mal wieder hinzukommen in die Action. Oh nein, da sind bessere Ziele. Ich sehe es jetzt erst. Der ist nämlich als Schlachtschiff gerade ziemlich langsam. Nein, wir machen jetzt nicht massig Schaden an ihm, weil wir erstmal noch AE verwenden, aber wir machen Schaden. Und können unseren Kollegen helfen, die da oben in Gefahr sind, im Brand gesetzt. Sehr schön. Jetzt ist der Kollege leider gestorben. Ja. Und damit sehen wir halt auch nicht mehr, was genau dahinter wartet. Und da kommt mehr. Nicht gut. Aber da kriegen wir mehr drauf. Und der hat Torpedos geschmissen. Okay. Wir drehen schon mal. Ich will hier eh nicht. Und der Kollege bemerkt es halt nicht mal und dient nur mir als Schild. Ja, immerhin. Ja, die fahren an mir vorbei. Ich will hier die Wände machen. Wir kriegen hier nämlich um gewaltig auf die Schnauze. Ich glaube nicht, dass wir die Runde gewinnen. So wie es jetzt her losgeht. Heavy Damage, der tut weh, der Sack. Ja, und da kommen wir halt nicht wirklich vernünftig ran. Sondern vielleicht auch mal ab. Ich will einfach aus Neugier mal AP ausprobieren, weil irgendwie muss er ja auch einen Weg haben dafür, dass er mir so viel mehr Schaden macht als ich ihm. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ah, das hat tatsächlich an einer Stelle mehr Schaden gemacht.
Aber auch nur, wenn es durchkommt. Und wir sind jetzt ja nicht so oft weltbewegt oft durchgekommen. So, er macht echt deutlich mehr. Und da hat es mich dann zerlegt. Schade. Wir haben nochmal getroffen, aber wir haben jetzt nicht wirklich viel hinbekommen. Vielleicht habe ich Glück und er fährt noch einmal in die Torpedos rein. Das ging doch irgendwie... So kann ich mich doch frei umgucken. Aber leider nicht bewegen. Schade. Naja, damit haben wir nichts getroffen. Dann gehen wir schon mal zurück zum Port, weil es sieht halt auch nicht so aus, als würden wir das gewinnen. Und ich will jetzt nicht warten, bis unser Schiff dann da durch ist. Dann können wir besser so lange schon was anderes fahren. Jetzt müssen wir doch nochmal in die Wakatake. Wie gesagt, ich bin ja nicht so begeistert von ihr, aber... Irgendwie, was ist das für ein kleines Zeichen? Wie viel brauchen wir hier noch? 6000. Da oben ist irgendwie so ein kleines Warnsymbol. Da müssen... Ich sehe leider nicht, was er von mir möchte, wenn ich da drauf gehe, aber es ist da. Hm. Whatever. Und Tier 4. Tatsächlich fühle ich mich da mit der Tenryu wohler drin als mit der Wakatake. Mit der Tenryu kann ich doch einen kleinen Tacken mehr gefühlt. Auch wenn es mich ein bisschen überrascht, weil ich mich ja eigentlich auf Zerstörer stürzen wollte. Aber Wakatake. Und wir haben Flugzeugträger, das ist das Wort, was ich Flugzeugzerstörer. Schön wär's. Und jeweils ein Zerstörer. Die Vickers 3. Was auch immer die kann. Dinger aus. Wir freuen, dass wir so unheimlich geringe Torpedoreichweite haben. Und schauen, dass wir erstmal so eine kleine Spotrunde machen. Weil es hilft halt irgendwie doch schon uns allen, wenn wir halt sehen, was da wo kommt. Beziehungsweise ist es halt so, es tut dem Team halt echt weh, wenn man nicht weiß, was kommt. Dann stehen alle hinten und es funktioniert hier halt wie in World of Tanks. Es gibt eine Spotting-Mechanik, aber wenn ich weiß, wie die funktioniert, dann deckt der Gegner einen halt auf und zersäbelt einen. Ist natürlich jetzt nicht das Schöne vom Ei, aber es funktioniert halt für den Gegner. Und das auch gar nicht mal so schlecht. Da sind schon Flugzeuge. Ich könnte, glaube ich, hochziehen, aber dann hätten wir nichts. Wir zielen immer automatisch auf das Wasser. Und unsere Bomber fliegen da halt super. Und unser Schiff, ich hatte es gleich jetzt schon. Unser Torpedojäger hat, unser Flugzeugträger hat einfach dreimal Torpedojäger dabei. Und einmal normale Jäger. Oder vielleicht da drüben auch noch einmal normale. Aber wir haben halt drei Torpedojäger erstmal. Ja, super. Ist halt für den Gegner top. Wenn der da ein bisschen umgehen kann, fängt er die halt alle instant ab. Und ich sollte jetzt langsam mal drehen. Denn noch ist da nichts in meiner Reichweite und ich werde wahrscheinlich auch noch nicht offen sein. Aber ich hoffe halt, dass wir... Ich glaube, dieses blaue Ding ist das, was wir tatsächlich sehen können. Deswegen gehen die da hinten auf, weil wir halt dementsprechend gute Sichtweite haben. Und jetzt bin ich aufgegangen. Shit. Ja, weil da ein Zerstörer aufgegangen ist. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier wegkommen. Bevor die von hinten Reichweite auf mich haben. Außerdem kriege ich natürlich meine Gans mal wieder nicht rumgedreht, aber ich hoffe einfach, dass er weiterfährt. Der hat die erste Salve verschossen. Oh, und haben sie mir, er hat mir natürlich direkt auch was zerschossen. Was ich da vorhin, außerdem weicht er meinen Torpedos leider komplett auf. Aus. Und wir sind jetzt wahrscheinlich auch wieder zu. Hoffe ich jetzt mal. Jetzt sind wir wieder aufgegangen, dann können wir auch nochmal schießen. Sollten jetzt zwischendurch mal ein bisschen drehen.
treffen aber natürlich nichts. Naja, machen wir mal eine kleine Wende. Hoffen, dass wir den aufhalten, dass zumindest das Team drauf schießt. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo für Spotpunkte gibt. Und da oben sind natürlich, ja, Torpedojäger komplett über uns und keinerlei unserer Staffeln, um uns davor zu schützen. Wow. So großartig, Jungs. So großartig. Ja, jetzt sind seine Torpedos, die sind zum Glück vor mir rohrkrepiert. Und ich brauche so aber nicht auf ihn schießen. So können wir das mal probieren. Shit, ich muss hier gleich weg. Wir drehen wieder und boosten mal. Main Turret destroyed. Und ich hatte letztes Mal noch gemeint, ja, so oft passiert mir das nicht. Ja, und wie verhält es sich gerade noch ein bisschen passiv? Unsere Torpedos sind da hinten gerade. Ja, jetzt haben sie da die Torpedostaffel scheinbar zerschossen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, im Schnitt können die anderthalb Squads auffüllen, also insgesamt quasi 2,5 Squads nutzen. Wenn die halt tot sind, sind sie halt tot. Und dann kann man halt nicht mehr auffüllen. Dann hat man halt keine Torpedojäger mehr. Wow, wir haben etwas erwischt. Geil. First Blood und Devastating Strike. Wir haben den mit einer Torpedosalbe haben wir dann etwas getroffen. Ja, zwei Torpedos haben da hinten reingehauen, haben ihn doppelt gewässert, haben ihn versenkt. Ich habe wahrscheinlich entweder... Doch, ich habe den... Wir haben den Zerstörer damit erwischt. Geil. Also ich denke, dass der Zerstörer ist, oder? BKS, ja, das war die Zerstörer. Den haben wir wohl damit gerade... Der hat wohl nicht mehr abgelenkt. Und dann haben wir ihm da halt voll eine reingesäbelt damit. Geil. Geil. Wenn wir jetzt noch gewinnen, dann bin ich dazu... Ich meine, es ist bisher auf noch keiner Seite wer gestorben. Also unsere Chancen sind jetzt gar nicht so schlecht. Und wir können diese Felsen immer nutzen, uns da ein bisschen ranzuschleichen. Um das mit den Torpedos nochmal zu machen. Aber erst, wenn wir näher dran sind, sonst sehe ich nicht genug. Aber dass wir da einmal auftauchen, dem Medium welche vors Gesicht... Schlachtschiff, noch besser, langsamer. Vors Gesicht werfen. Und dann drehen. Und hoffen, dass er nicht schnell genug auf die Idee kommt, zurückzuschießen. Das sieht aus, als würde da oben gerade unsere Flugzeugjäger hier verrecken. Da sind Torpedos, aber das sind Verbündete. Das ist okay. Oh, lasst mir noch was von dem übrig. Heilige Scheiße, macht ihr dem viel Schaden. Da macht das aber keinen Spaß. Können wir einfach normal drauf schießen, in der Hoffnung, dass wir ein kleines Tacken Schaden machen. Kollege, das war ein Berg. Ja, ich bin offen, aber ich habe natürlich auch schlecht geschossen. Engine Boost deactivated. Ist er jetzt tot? Ja. Mein Ziel ist jetzt eher mal zu gucken, ob hier noch was ist, weil wahrscheinlich wird da irgendwo der Flugzeug-Dingsbums-Träger. That's the word I'm looking for sein. Wir sind nicht mehr detected und der scheint sich auf die Medium stürzen zu wollen. Und ja, selbst wenn der hier mit rübergefahren ist, dann wird er halt irgendwo hier in der Ecke noch sein, weil die Dinger halt echt nicht schnell sind. Weil wir auf den Torpedos abwerfen können, ne? Boah. Und da drüben sind zwar Flugzeuge, aber die können wir ignorieren. Ihr seid weit genug weg. Da soll sich mal unser Kreuzer hinstellen und die Flugzeuge dann mit seiner Luftbewaffnung bekämpfen. Das ist nicht mein Job, hoffentlich. Da hinten ist der Flugzeugträger, ist in die andere Richtung geflüchtet. Haha, was? Es gibt vielleicht noch einen zweiten. Also, ja, sie sind beide da hinten. Toll. Dann cappen wir momentan einfach gemütlich. Er hat gerade geschossen, also wir könnten zurückschießen in dem Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob das so intelligent ist, zuschießen, weil wir werden wahrscheinlich aufgehen, genau. Aber ich möchte halt auch noch ein bisschen was machen. Und er scheint sich jetzt nicht so brennend für mich zu interessieren. Und wenn ich Glück habe und er seinen Kurs hält, dann wird das lustig. Aber ich muss halt auch meinen Kurs anpassen, dass ich im Cap drin bleibe, damit wir die halt dazu zwingen, hierhin zurückzukommen. Sonst könnte er einfach auf die Idee kommen, einfach wegzufahren und dann... Er dreht. Scheiße. Das ist nicht so cool. Und jetzt schießen sie auf mich. Okay, das heißt, wir müssen hinter diesen Felsen da vorne. Ausgewichen, like a boss. Warten, dass wir wieder zugehen. Jetzt wurde ich getroffen und wir haben natürlich direkt den nächsten Turm zerlegt. Damage.
Einen Turm konnten wir reparieren. Cool. Ich muss hinter diesen Felsen kommen, dann haben wir tatsächlich einen Vorteil. Das ist Troid schon. Achso, das ist unser AA ganz, die Flugabwehr. Tatsächlich jagt der da hinten die Flugzeugträger immer noch. Und wir bremsen jetzt mal ab. Dann landen wir nämlich genau hier hinter und die sehen mich nicht mehr. Und ich kann mit dem Captain nochmal. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen, aber ich hatte einfach Bock, da nochmal was zu probieren. Ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan davon zu sagen, ich stelle mich jetzt einfach hin und warte ab. Stopp, das ist das, wo wir hinwollen. Wir fahren nämlich jetzt gerade aus Versehen wieder rückwärts. Das will ich nicht. Und wir haben zwei unserer Kreuzer hier. Das Einzige, was mir jetzt was könnte, wäre der Torpedobomber von hinten. Vor dem ich jetzt nicht so viel Angst habe, um ehrlich zu sein. Wenn wir ein kleines Stückchen noch vorwärts fahren. Die Deckung des Felsen noch ein bisschen mehr dazwischen bekommen. Auch noch Rauchnebel machen, weil es geht. Genau das. Und dann cappe ich jetzt einfach mal. Ich meine, wir dürften das ziemlich sicher gewinnen, aber... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es sich mit Cap-Erfahrungspunkten hier auswirkt. Bei World of Tanks lohnt es sich ja nicht so. Hier, ich weiß es nicht. Aber ich habe First Blood, ich habe Devastation Strike. Artillery Salvo ist prinzipiell immer Torpedos. Oder ich glaube die Abwerfdinger vom Aircraft. Denke ich mal, also ich glaube richtige Artillerie in Form vom Bogenschuss gibt es nicht. Oder ist das einfach nur... oder es könnte natürlich unsere AA-Guns auch sein. Das weiß ich nicht ganz sicher. Causing damage over 50% of the damage ship normal HP. Also wenn wir ja mit einem Treffer mehr als 50% haben, kein Thema. Wenn wir den mit zwei Torpedos erwischen, ist der halt einfach weg. Also man sieht hier den Schaden, glaube ich, nicht. Doch. Maximum Damage 10.000 und das Ding alleine hat wahrscheinlich auch so um die 10.000 HP gehabt, wenn überhaupt. Da hinten kommen sie wieder. Wir sollten ein Stück vorsetzen noch. Aber nicht zu schnell. Ganz langsam. Da kommt nämlich auch noch was. Oh. Auf jeden Fall nicht schießen. Ja, wir bleiben einfach hier und hoffen, dass wir nicht gesehen werden. Ich weiß nicht, wie lange wir durchcappen müssen. Aber tatsächlich haben wir mittlerweile doch auch noch einige Teamkollegen verloren oder einfach an Ecken, wo sie uns nichts bringen. Nämlich da. Zum Glück konzentrieren die sich aber auch dahin und nicht auf mich. Und solange ich nicht detected bin, und ich glaube, der hat keine so gute Sichtweite. Wenn jetzt die Torpedojäger den halt mal angehen und da weghauen würden, dann wären wir auf Nummer sicher, ne? Und da sind Torpedos direkt hinter ihm gedockt. Warte mal, wenn ich... So sieht man sie. Er weicht ihn so gerade eben auf, kriegt aber halt von hinten auch noch richtig Feuer. Oh, ich wurde entdeckt. Shit. Was wird auf mich schießen wahrscheinlich? Hier vorne irgendwas. Der da. Ich will mich nur... Ja, nein, schieß doch nicht auf mich, du Arsch. Ich hoffe, dass wir irgendwie eine Chance haben, wieder zuzugehen. Er scheint... Das ist aber nur seine Luftwaffe, die in die andere Richtung guckt. Ich weiß nicht, ob stillstehend quasi meine Sichtbarkeit wieder zählt. Ah, er schießt in die andere Richtung. Sehr gut. Das heißt, er sieht mich momentan nicht mehr. Er hat aber Torpedos abgeschickt. Treffen die mich? Wir haben uns ja bewegt. Das könnte mich da quasi am Leben retten. Ja, die dürften an mir vorbeigehen. Und ja, er hat einen Teamkollegen noch zerstört. Oh, wir haben jetzt einen im Cap. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Ob die den da vielleicht mal rausschießen könnten. Ja, ganz ruhig. Die gehen an uns vorbei. I trust. Außerdem haben sie nicht genug Reichweite. Die verrecken vorher sogar noch. Ich glaube, nur im Cap drin sein hilft ihm hier quasi nicht. Unser großes Problem ist, wir haben aber auch kaum noch richtige Schiffe, sondern vor allem halt nur noch Jäger. Und zwei Schlachtschiffe, die da oben am Arsch der Welt rumdümpeln. Während wir jetzt hier Support bräuchten. Wobei der wird da hinschießen, aber der muss sich immer noch bewegen. Was? Dead ahead? Das sind die da hinten. Schock mich doch nicht so, du Sapp. Ich weiß, wenn ich mich jetzt ein bisschen in Bewegung setze, wird er schreien, aber... Wir setzen uns dafür mal ein bisschen rückwärts. Ich werde nämlich in der Lage sein, dass wenn der hier um die Ecke kommt, ich dem halt eine volle Torpedoladung einfach ins Gesicht schießen kann. Und dafür müssen wir halt vorher gedreht haben.
So, mal sehen, wie du damit umgehst, du Lappen. Bam! Okay, er hat mich auch nochmal resettet bekommen, aber trotzdem ist er halt einfach voll in meine Torpedos reingefahren. Geil! Was? Critical Damage? Ja, parieren wir doch mal. Wir haben das überlebt, wir haben immer noch Cap-Punkte übrig. Gut, der weiß jetzt, wo ich bin, aber der wird halt auch... Wie mache ich das? Ich setze erstmal ein bisschen zurück und bewege mich damit quasi schon mal vor. Denn ich denke, die werden den gleich killen. Aber unter Umständen kann ich da vielleicht auch noch einen Schuss drauf abgeben. Aber das war tatsächlich da. Da machen Torpedos doch Spaß oder so. Da komme ich selbst mit so einer... Ja, da haben wir ihn. Selbst mit einer Wackertanke komme ich da tatsächlich mal zurecht. Yeah, das war lustig. Das hat Spaß gemacht. 1600 EP. Nice. Ich weiß nicht, ob wir fürs Captain überhaupt Punkte bekommen, aber wir sind drittbester im Team. Mit zwei Auszeichnungen. Yeah. Yeah, baby. Außerdem hatten wir hier oben noch eine Niederlage. Die will ich mal kurz drauf werfen mit der Tenryu 400 XP. Da haben wir wahrscheinlich nicht viel gerissen in der Runde. Ja, Mittelfeld. Hätte schlimmer sein können. Noch nicht genug fürs neue Schiff. Bei Vibe noch nicht genug fürs neue Schiff. Aber ein weiterer, ein Crewpunkt bringt mir noch nicht so viel. Wir bräuchten quasi noch einen, wo er kurz davor ist. Aber das machen wir dann bei dem nächsten Mal. Für heute war es das wieder. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Bis dann, Leute. Macht's gut.